Mahlzeit, Freunde! Willkommen zu einem neuen Video. Diesmal oder heute geht es in dem Video um, wie kann ich alleine mal eben fix die Bremse entlüften. Das heißt, ich habe nicht einen Kollegen da, der mir hier pumpt, dass ich hinten auf und zu machen kann und sowas. Dass man eben alleine klarkommt, falls man vielleicht auch keine Freunde hat oder was weiß ich. Ne? Und das zeige ich euch jetzt mal. Also, als erstes natürlich solltet ihr den Behälter so weit befüllen, dass ihr genug Bremsflüssigkeit drin habt, alle Leitungen dicht sind und dann fangt ihr natürlich mit hinten rechts an, das heißt immer die längste Leitung, also erstmal hinten rechts, dann hinten links und dann vorne rechts und vorne links. So sagt man, macht man den Ablauf beim Entlüften, also mit dem längsten fängt man dann an. Ja, und jetzt kommt der Trick an der Sache. Ich bereite das mal vor und dann zeige ich euch das mal. So, ich habe das mal vorbereitet. Ihr besorgt euch eine handelsübliche Spritze in der Apotheke. Ich glaube, die hat 60 Milliliter. Und einen Gummischlauch, am besten irgendwie von einer Scheibenwaschanlage oder irgendwas anderes, wenn ihr habt. Und das macht ihr quasi auf den Entlüfternippel. So, und jetzt habt ihr quasi einen Unterdruck geschaffen. Also ihr könnt jetzt vorne pumpen, ohne, ja, wie soll ich das erklären? Ihr seht das jetzt auf jeden Fall. Ich mache das jetzt mal und dann seht ihr das. Dadurch, dass ihr jetzt quasi ein geschlossenes System habt, das heißt normalerweise, wenn ihr zu zweit entlüftet, muss vorne ja einer das Pedal dann gedrückt halten und der andere macht hinten wieder zu, was ihr jetzt nicht könnt, weil der zweite Mann eben fehlt, habt ihr hiermit jetzt ein geschlossenes System und ihr könnt nochmal pumpen, das Pedal zulassen und jetzt einfach zudrehen. So. Und ihr habt jetzt dann, wie gesagt, nicht das Problem, wenn ihr das Pedal loslasst, dass quasi es rückwärtig nochmal nach innen zieht, also wieder ein Sog entsteht. So, und jetzt kann ich theoretisch einmal, ziehe ich nochmal an der Spritze ein bisschen, dass ich keine Sauerei habe. So, und dann ziehe ich die ab. Zack, und habe theoretisch hier meine Bremsflüssigkeit drin und habe die Sache entlüftet. Ja, das macht ihr, wie gesagt, an allen vier Stellen, die ich eben gesagt habe. Und ihr habt die Bremsflüssigkeit, wenn sie neu ist, könnt ihr sie auch direkt wieder vorne reinmachen. Das heißt nicht, wenn ihr so eine alte Cola-Flasche nehmt oder irgendwas anderes oder so eine Entlüfterpulle habt und das mit altem Zeug vermischt, das habt ihr dann nicht. Und das ist eigentlich der ganze Trick an der Sache. Ich zeige euch das jetzt nochmal, wir machen das jetzt nochmal vorne. Und ja, Moment. So, jetzt einmal vorne. Wie gesagt, beim Buggy ist es natürlich jetzt, wenn ich die Front abhab, recht einfach. Normalerweise müsst ihr euch schon reinsetzen oder eben, wenn ihr die Tür auf habt, das Pedal drücken. Und hier sollte jetzt dasselbe wieder passieren. Muss natürlich einmal jetzt öffnen. Wo ist er? Zack. So. Schon zieht das wieder die Spritze hoch. Ja. Und dann könnt ihr hier einmal noch ein bisschen dran ziehen. Ja. Zack. Zumachen. Fertig. So. Na, kommst du her? So, das ist der ganze Trick an der Sache. Und wieder zurück in den Behälter. So Leute, also jetzt habt ihr schon mal gesehen, wie das funktioniert. Ich zeige euch das nochmal. Wie gesagt, einfach nur eine Spritze aus der Apotheke mit einem schönen weichen Silikonschlauch oder sowas in der Art. Auf jeden Fall irgendwie aus der Waschanlage. Der ist jetzt von irgendeinem alten Opel Corsa geklaut.
klar ist, ihr müsst auf jeden Fall Behälter vernünftig befüllen. Schaut nach, dass alle Schläuche alles dicht ist. Hinten, wenn ihr Trommelbremse habt, macht auf jeden Fall, stellt die Belege relativ eng an die Trommel. Dann habt ihr nicht das Problem, dass die Radbremszylinder erstmal arbeiten, aber keine Flüssigkeit dann rauskommt. Das heißt, erstmal relativ eng stellen und dann könnt ihr nachher, wenn ihr fertig seid mit dem Entlüften, die Trommel noch genauer einstellen. Des Weiteren gibt es ja auch den Trick, das habe ich früher auch mal gemacht, dass quasi man zwischen Sitz und Pedal sich einfach einen passenden Holzpin sucht, den man quasi, wenn man gepumpt hat und das Ventil offen ist, quasi den Holzpin jetzt hier zwischen macht und kann dann auch gemütlich nach hinten gehen und das Ventil zudrehen. Aber mit der Spritze ist das nochmal eine Nummer einfacher und wie gesagt, ihr habt ein Vakuum. So, ich meine, die meisten Leute haben die Möglichkeit oder wie auch immer, es geht einfach nur darum, man kann es alleine machen. Zu zweit ist es natürlich einfacher und ein bisschen entspannter. So, das war's glaube ich auch dann schon. Mehr gibt's glaube ich dazu nicht zu sagen. Falls doch, komme ich nochmal drauf zurück. Aber ich glaube, das war's mit dem kleinen Video. Wie gesagt, seht zu, wer Freunde hat, kann auch gemeinschaftlich entlüften. Aber manchmal soll es eben schnell gehen und man will abends eben noch das Auto rausfahren oder sowas und es ist keiner da. Dann kann man das damit eigentlich super machen. Gut, meistens hat man keine Spritze da, aber sowas kann man sich auf Lager legen, die kostet 60 Cent. Und ja, Leute, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Viel Spaß beim Bremseentlüften. Und wie gesagt, wenn ihr keine Ahnung davon habt, dann lasst die Finger ganz davon. Aber Leute, die ein bisschen technisch visiert sind, glaube ich, haben verstanden, worum es geht und was ich meine. Okay, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich wünsche euch noch ein paar schöne warme Tage. Ciao, ciao!